Wir kommen zur nächsten Übung, die uns der Marc kurz erklärt. Genau, ich stehe jetzt mit dem Rücken zum Tisch, der Ferdi macht so eine Angabe und ich versuche mich dann, wenn ich höre, dass die Angabe kommt, schnell umzudrehen und den dann zurückzuspielen. Und das ist gut für was? Für die Reaktion? Genau, für die Reaktionsfähigkeit ist das wieder gut. Dann wollen wir mal deine Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen. Problem ist natürlich, dass er innerhalb von Bruchteilen von Sekunden nicht nur sehen muss, wo der Ball gerade entlang kommt, sondern gleichzeitig auch ein bisschen an der Rotation sehen, welche Rotation der Ball hat, wohin er dann kommt. Und dann kommt noch die ganze Bewegungskoordination dazu. Den Ball dann richtig zurückzuschlagen. Speziell im Doppel ist es so, dass man zwar so gut wie nicht mit dem Rücken zum Tisch steht, höchstens mal in einem Wettkampf mit dem Rücken zur Wand. Aber es passiert da regelmäßig, dass man den Ball sehr spät sieht, weil vielleicht der eigene Rückpartner noch vor einem steht und die Sicht versperrt. Da muss man dann auch öfters mal sehr schnell reagieren. Geht dann in der Regel natürlich nur noch ein Notball. Die Übung funktioniert natürlich nur, wenn man den Ball kommen hört. In einer Halle, in der noch an anderen Tischen gespielt wird oder sonstige Lautstärke herrscht, ist das dann schwer zu machen. Ferdi schafft es hier noch gelegentlich einen sehr kontrollierten Schlag einzusetzen. Wie eben gesehen. Und der Bestätigungsball, dass er es auch wirklich kann und es kein Zufall war.